Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zu Tenchu Shadow Assassins, dem ersten Projekt auf der Nintendo Wii. Ja, qualitativ momentan nehme ich auf in, wie hier steht, 720x576. Ich werde allerdings versuchen, es so gut wie möglich auf 720p hoch zu rendern. Das bekomme ich hier irgendwie hin. Gut, was gibt's zu dem Spiel zu sagen? Einiges habt ihr jetzt schon im Vorspann gesehen. Ich finde es genial. Das Einzige, was mich jetzt stört, ist die Tatsache, dass hier über diesen Monitor, mit dem ich jetzt spiele, das Ganze findet nämlich in meinem Zimmer statt, weshalb ich auch gerade nicht mit meinem Großmembran-Mikro das Ganze aufnehme, sondern eben mit so einem kleinen Mikro, das ich mal so nebenbei gekauft habe, um 20 Euro. Gut, ja, wie gesagt, die Qualität ist jetzt für mich auch nicht gerade die beste. Ich sehe das jetzt zwar auf einem Full-HD-Screen, aber ja, da Wii einfach nicht für Full-HD ausgelegt ist, hat sich das ziemlich erledigt. Okay. Ja, wir werden erstmal. Nein. Ja. Ich habe da nämlich schon sehr. Naja, sehr viel. Ich habe schon einiges gemacht. Und wir können dann auch Charaktere wählen und verschiedene Missionen damit machen. Vorerst werden wir von vorne beginnen und ich werde jetzt nicht meinen Spielstand löschen, sondern wir werden einfach alles so nochmal durchgehen. Jo. For the folks that sold you to pay their debts. They ain't coming, little girl. Come on, get moving. Someone help! Tja, die Eltern vielleicht nicht, aber mal so ein Ninja. Ein Ninja, der so vorbeikommt, einfach so. Ja, kann sich schon mal die Zeit nehmen. Gut, bösen Händler töten. Unsere erste Aufgabe. Hier werden wir auch mal mit dem Spiel vertraut gemacht. Es gibt eigentlich eine ganz gute Steuerung. Da einige von euch wahrscheinlich so, Wii-Konsole, so scheiß Grafik und. Aber ich finde, das Game haben die eigentlich sogar ganz gut gemacht. So, okay. Was gibt's hier zu sagen? Abgesehen von der Tatsache, dass ich schon Items habe, die ich nicht haben sollte. Wir springen mit C, wir haben eine Art Ninja-Sicht, die uns bestimmte Sachen offenbart. Wir können Artikel benutzen, rote Schuriken, Ninjato und die Ninja-Tabi 08, die muss man erst freischalten, die habe ich in dem Fall schon. Ja, was haben wir? Wir können hier ins Menü. Und das sind erstmal die wichtigeren Funktionen. Leider, Licht können wir jetzt nicht ausmachen, hauptsächlich weil wir das Problem haben, dass wir gerade keine Wasserflasche bzw. keinen Wasserstab dabei haben. So, wir halten uns einfach mal in den Schatten auf. Mal kurz noch zum HUD. Also hier links sieht man den Dunkelheitsgrad. Also je dunkler, desto besser natürlich. Und hier speziell noch. Oh shit, nein, nein. Und hier speziell natürlich noch dieses blinkende Licht, das ist ein Gegner. Und natürlich unser erster Gegner, der achtet nicht mal auf uns. Deshalb werden wir auch mal kurzerhand. Hoppla! Woop. Tja, da gibt es ein paar verschiedene Finisher. Die sind recht nützlich. So, lass mich mal sehen. Wir hatten hier so springen mit, war das mit B? Na, auf jeden Fall mit A können wir natürlich auch auf Splinter Cell Manier die Leichen wegschaffen. Am besten natürlich an dunkle Orte oder zum Beispiel in Gebüsche rein. So, alle hopp. So, also tut mir leid, falls ich ein bisschen eingerostet bin, aber ich habe das Spiel schon wirklich lange nicht mehr gespielt. Also mit B können wir laufen. Und dann gibt es so ein paar lustige Sachen, wie zum Beispiel den Hayate, wo wir einfach mal so schnell Gebüsch wechseln können. Hier
Kerze aus. Hopp! Hopp! Hi, Bitch! It's me. I killed you. Gut, das Ganze gilt natürlich möglichst ungesehen es über die Bühne zu bringen. Zum Beispiel hier hinten mit unserer Ninja-Sicht sehen wir findet sich ein Gegner, wir sehen auch, wo er ungefähr hinsieht. Und wir hätten dann hier zum Beispiel ein Schloss, das wir jetzt nur weil wir unser Ninjato haben, denke ich auch aufmachen können. Aber ich denke nicht das hier, sondern das um die Ecke irgendwo. Wir werden uns dem jetzt allerdings auch erstmal nicht widmen, das ist dann praktisch so eine Art Geheimnis. So, ja, was ihr noch gesehen habt, wir können uns an die Wand stellen, wir können hin und her gehen, wir können um Ecken gucken, wir können auch nur an der Wand stehen bleiben und mit der Ninja-Sicht so ein bisschen umhersehen und dann auch um Ecken gucken. Am besten sollten wir natürlich jetzt nicht so wie hier unsere Hand herzeigen. Und dann gibt's noch so Moves, wie man dann zum Beispiel Seite wechseln, rüberrollen und so. Wir werden jetzt aber erstmal uns mit den Grundbewegungsarten beschäftigen. Hopp! Wir sind sichtbar, wir sind unsichtbar. So. Jetzt bewegen wir uns noch gemütlich hier entlang. Weil wir... Ach, wirklich? Fühlst du das? Na, dann muss ich das ja bewahrheiten! Nein! Du nicht. Gut, hier ist eigentlich auch schon Ende des Levels. Allerdings befinden sich hier drin noch Gegner. Und ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir damit nicht irgendwie hoch konnten oder so. Aber natürlich, je weniger wir entdeckt werden und je seltener der Alarm ausgelöst wird, meistens hat man insgesamt zwei Leben, also einmal Alarm und beim zweiten Mal stirbt man dann. Und ja, so funktioniert das Ganze. Man soll natürlich auch versuchen, die Mission möglichst schnell zu lösen. Darum werden wir jetzt auch einfach mal ins Ziel springen. Danke. Und dann hätten wir den ersten Abschnitt geschafft. Wie ihr seht, Idealzeit 1:50 für Rang S und dann irgendwie so mit 2 Minuten. Hatte ich das geschafft, aber wir gehen das jetzt mal langsam an. So, und hopp. Du siehst nichts. Okay. Zwei gleichzeitig können wir schlecht ungesehen ausschalten. Weshalb wir uns erstmal hier weiterhin in den Schatten bewegen. Hoppla. Natürlich, wenn wir laufen, während uns ein Gegner im Sichtfeld hat, dann werden wir umso schneller entdeckt. Aber wir werden jetzt einfach mal ein bisschen Kerzen auspusten. Okay, hier haben wir noch ein paar Schachteln, weil... Ach ja, genau, ich erinnere mich. Weil wir diese Wächter auch einfach mal so ignorieren können. Und wir werden die Box natürlich nicht hinwerfen, sondern nur hinstellen. So, und hallo? Wie sieht's da unten aus? Katze? Feuer und nichts. Gut. Runter. Hey, Katze. So, jetzt hätten wir zum Beispiel schon mal den Alarm ausgelöst, der relativ schnell wieder vorbeiging, warum auch immer. Wahrscheinlich, weil wir zu weit weg sind. Aber auf jeden Fall könnten wir zum Beispiel mit einem Bambusrohr, das ich jetzt leider hier nirgendwo sehe, diese Lichter löschen. So, wie sehen wir hier aus? Okay, das geht noch.
Danke. Gehen wir eins weiter. Versuchen wir es hier nochmal. Nein! Du sollst hier an der Wand dranbleiben. Gut. Wir werden einmal mal die gekonnt ignorieren. Danke. So, und dann unseren Ninjato sicher nicht. Dann werden wir eher die Shuriken. Wobei, ist das ein Einzelner? Ja, das ist ein Einzelner. Okay, dann benutzen wir den Shuriken. Und, hallo! Rote Shuriken setzen Gegner in Brand. So, wir haben ein Bambusrohr. Da wir jetzt hier allerdings keinen Gegner mehr haben, behalten wir uns das mal. Das ist eines der eigentlich nützlichsten Items im Spiel. So, die Leiche sollten wir aber natürlich auch noch ein bisschen verstecken. Am besten vielleicht sogar hier drinnen. Oder? Und unsichtbar. Gut. So, ich weiß nicht, wie es da drin aussieht, aber ich denke, wir können das nicht mal brennen lassen. Naja, sieht soweit gut aus. So, und dann hier können wir zum Beispiel solche Sachen machen, wie uns in der Ecke verstecken. Und wenn ein Gegner unter uns ist, können wir dann so meucheln. So, allerdings, ja, okay, dann gehen wir eben erst richtig ins Haus rein. Oder wir nutzen das hier. Denn dann können wir uns hier auf den Balken begeben und dann auch dort oben bewegen. Was die Chance, gesehen zu werden, natürlich nochmal um einiges verringert. Und da gibt es dann so ein paar lustige Sachen, die ich eigentlich sehr nützlich finde. Das darf ich bloß nicht verkacken. Hallo! Hi, Bitch! Nope. Gut. Problem Nummer uno beseitigt. Dann gehen wir noch kurz hier runter. Und in den nächsten Bereich. Ja, Hisatsu, also Morde haben wir nur 5 von 8. Das heißt, 3 Leute haben überlebt. So. Nächstes ist der Zen-Garten. Der geht auch noch einigermaßen vom Schwierigkeitsgrad her. Ja, dass das der Anfang ist. Hoppla! So. Danke. Lalalala. Hopp! Gut, hier ist einer. Da ist einer. Hopp! Vielleicht doch ein bisschen zu weit weg. Gut, dann pusten wir die Kerze aus. Wo war das andere Licht? Da oben. Scheiße, okay, das können wir nicht ausmachen. Drum schlage ich vorerst Folgendes vor. Wir gehen erstmal hier nach hinten. Hier ist leider die Map aus. Und dann kriechen wir hier drunter. Um uns nach wie vor ungesehen zu bewegen. Hey, Bitch! Siehst du den hier? Das bin ich! Ah, fuck it! Ja, der Sensor ist ein bisschen ungünstig platziert, aber es geht. Vielleicht sollte ich wieder ein bisschen wegrutschen. Dann kann ich euch gleich den Kampf zeigen, wenn wir einen Ninjato haben. Oh, hoppla! Oh. Gut! Also, wenn wir entdeckt werden und wir haben einen Ninjato, also ein Schwert, bei uns, dann können wir uns dem Kampf stellen und müssen erstmal den Angriff des Gegners blocken, um anschließend auf ihn einschlagen zu können. Wenn wir gut blocken, passiert unserem Ninjato nichts. Ja. Sofort. Wenn wir allerdings schlecht blocken, dann nimmt es Schaden und zerbricht mit der Zeit. So, ich bin übrigens gleich wieder da. Tut mir leid für die kurze Unterbrechung. Ich mach das mal.
und schneid das dann gleich raus.